DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Kalter Krieg 2.0. Wiederholt sich die Geschichte? In Wiesbaden sollen moderne amerikanische Waffensysteme stationiert werden. Aufrüstung und Konfrontation bestimmen das politische und militärische Denken. Politiker, die den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen beenden wollen, werden dämonisiert. Am Rande des NATO-Gipfels in Washington, zwischen der Friedensmission Viktor Orbáns und dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump, kündigten die deutsche und die US-Regierung am 10. Juli an, in Deutschland weitreichende Waffensysteme zu stationieren. Die 4 Sätze umfassende Erklärung hätte wie ein Donnerschlag wirken können, sollen doch ab 2026 weitreichende Raketen modernsten Typs in Deutschland stationiert werden. Diese umfasst Tomahawks und andere vergleichbare Waffen, sowie teilweise noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen. Diese Waffensysteme sollen nach Angaben des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses Teil der Multidomain Task Force der US-Armee in Wiesbaden werden. Die Multidomain Task Force, MDTF, von denen es weltweit 5 geben soll, stellen demnach das organisatorische Herzstück der Aufrüstung zum Schutz vor der von Russland und China ausgehenden Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA dar. Sie sollen die Handlungsfreiheit der US-Streitkräfte unterstützen. Bereits am 13. April 2021, vor Beginn des Ukraine-Krieges, gab die US-Armee ihre Entscheidung bekannt, die 2. MDTF in Wiesbaden in der Clay-Kaserne zu stationieren, von wo aus die amerikanische Armee in Europa und Afrika unterstützt werden soll. Die Einheiten seien so konzipiert, dass sie in allen Bereichen Land, Luft, See, Weltraum und Cyberspace operieren können und sind mit den wachsenden Fähigkeiten des Heeres ausgestattet, einschließlich Präzisionsfeuern mit großer Reichweite. Der Einsatz dieser Systeme untersteht der US-Armee. Russland verfügt über Marschflugkörper des Typs SSC-8. Vom Vorposten Kaliningrad aus können sie fast ganz Europa erreichen, einschließlich der Großstädte Berlin, Paris und London. Die Stationierung des Marschflugkörpers SSC-8 ab dem Jahr 2017 stand am Anfang der jetzigen Entwicklung. Weil diese russische Waffe mit einer Reichweite von mindestens 2000 Kilometern gegen den Abrüstungsvertrag INF, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, verstieß, stiegen die USA 2019 aus diesem Abkommen aus. Zu jenem Zeitpunkt hatte Russland heimlich offenbar bereits 64 Mittelstreckenwaffen stationiert. Zuvor hatte der INF lange als Erfolgsgeschichte gegolten. Seine Unterzeichnung 1987 markierte das Ende des Kalten Krieges und hatte die Verschrottung sämtlicher bodengestützter atomarer Mittelstreckenwaffen der USA und der Sowjetunion mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern zur Folge. Die gefürchteten sowjetischen SS-20 verschwanden ebenso wie die amerikanischen Pershing-Raketen, die einst gegen heftige Widerstände in Deutschland stationiert worden waren. In ihrer Ankündigung vom 10. Juli haben Deutschland und die USA 2 Waffentypen konkret genannt, die Standard Missile 6 und den Tomahawk Marschflugkörper. Sie stehen bei der amerikanischen Navy schon seit längerem im Einsatz und konnten in den letzten Jahren mit begrenztem Aufwand für bodengestützte Einsätze umgerüstet werden. Die US Army hat dafür das neue Startgerät Typhon entwickelt. Im vergangenen April wurde es erstmals für eine Übung auf den Philippinen ins Ausland verlegt. Im Unterschied zu Russlands Mittelstreckenwaffen und Hyperschallraketen, die mit Atombomben bestückbar sind, sehen die USA keine nuklearen Gefechtsköpfe vor. Bei der geplanten Stationierung in Deutschland geht es somit um rein konventionelle Waffen. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Nachrüstung mit atomaren Pershing-Mittelstreckenraketen in den 80er Jahren, die damals in Deutschland heftige Proteste auslöste. Auch die Zahl der stationierten Raketen dürfte vorerst gering bleiben. Ausgerüstet mit den neuen, weitreichenden Waffen wird nach jetziger Planung nur eine Taskforce in einem amerikanischen Stützpunkt außerhalb von Wiesbaden. Sie soll nur über 2 Mittelstreckenbatterien verfügen. Die Abschreckungswirkung gegenüber Russland ist deshalb beschränkt.
Wichtiger scheint ein anderer Aspekt, auf den die Regierungen in Berlin und Washington ausdrücklich hinweisen. Die geplante Stationierung unterstreicht das Bekenntnis der USA zur NATO und zur Verteidigung Europas. Das Wiederaufleben der Rivalitäten zwischen den Supermächten, das Parallelen zum Kalten Krieg aufweist, fordert von den Weltführern, ihre Strategien zu überdenken und Allianzen kritisch zu hinterfragen. Der Doppelbeschluss, das war, was wir immer versprochen hatten, nämlich, dass es nicht nur weniger solche Raketen geben wird, sondern gar keine mehr. Die Nulllösung war das Ziel des NATO-Doppelbeschlusses. Es war eine der erfolgreichsten abrüstungspolitischen Maßnahmen, die es gab. Der Kalte Krieg 2.0 ist somit nicht bloß ein Ringen um die Vorherrschaft. Er ist vielmehr ein kritischer Moment, der die Weichen für die zukünftige Ausrichtung unserer global vernetzten Welt stellen wird. Das verbreitete Narrativ, dass ein dritter Weltkrieg zwischen den USA, China und Russland unausweichlich sei, entbehrt jeder logischen Grundlage angesichts der nuklearen Bewaffnung der Hauptakteure. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit für eine direkte militärische Konfrontation oder gar einen nuklearen Schlagabtausch zwischen diesen Staaten äußerst gering. Es ist vielmehr ein Ringen um Einfluss und Überlegenheit in einer gegabelten Weltordnung, die von strategischen Allianzen und geopolitischen Ambitionen geprägt ist. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.